Fast 40 Jahre lang pflegten China und die USA eine Partnerschaft. Wandel durch Handel war die Hoffnung und wohl auch die Illusion. Die ist einer bitteren Realität gewichen. In unzähligen Propagandavideos inszeniert China seine neue Militärstärke. Die Weltmacht Amerika soll verstehen, Peking fordert sie heraus. Fast täglich testet Chinas Führung, wie weit sie rote Linien verschieben können. Erfüllt sich Präsident Xi seinen Traum, Taiwan heim ins Reich zu holen? China stellt die Machtfrage an den Rivalen Amerika. Amerika rüstet sich für einen militärischen Showdown. Präsident Biden erklärt die Rivalität zur Schicksalsfrage für die Menschheit, zum Kampf zwischen Demokratie und Diktatur. Die USA investieren Milliarden, um ihre Technologie vor Chinas Einfluss zu schützen. Und werben bei Regierungen weltweit für die Freiheit. Amerika fühlt sich berufen, China zu stoppen. Angeblich, um einmal mehr die Welt zu retten. In zwei Weltkriegen haben Amerikaner dafür gesorgt, dass ihre Flagge zum Symbol für Freiheit und Menschenrechte wurde. Werte, die auf amerikanischem Boden einst blutig erkämpft wurden. Aber Nationalstolz und Pathos verleihen dem Land nur einen Anschein von Einigkeit, denn die Führungsmacht der Welt zeigt Schwäche. Die Menschen streiten, wer die wahren Patrioten sind. Jene, die das Land verändern wollen, um es gerechter, vielfältiger und damit stärker zu machen. Oder jene, die möglichst wenig Veränderung wollen und mit dem Autoritarismus liebäugeln. So sieht er aus, der amerikanische Traum, dass jeder es schaffen kann, wenn man nur hart genug dafür arbeitet. Wir sind in Cortland, einem kleinen Ort im US-Bundesstaat Ohio. An diesem strahlenden Herbstmorgen wartet Mesa Bush auf ihren 8-jährigen Sohn Maxton. Es ist eine Szene, wie sie sich überall in Amerika abspielt. Was nach heiler Welt aussieht, war keine Selbstverständlichkeit für die kleine Familie. Dennoch vor der Geburt von Maxton hatte David Bush, gelernter Elektriker, seinen Job verloren. Der Autokonzern General Motors machte damals ein großes Werk in der Nähe dicht. Zulieferbetriebe gingen pleite. David fand nur Arbeit auf Zeit, hunderte Meilen entfernt in anderen Bundesstaaten. Es war extrem hart. Wir mussten viele Opfer bringen, waren viel getrennt. So viele Monate, in denen ich ihn nur einmal oder auch nur jeden zweiten Monat gesehen habe. Und dann auch nur ein, zwei Tage. Das war's. Der amerikanische Traum ist für mich, wenn meine Frau und mein Sohn glücklich sind, gesund. Wenn wir nicht von einem Gehaltscheck zum nächsten leben müssen, mit der ständigen Angst im Nacken, dass ich meine Rechnungen nicht bezahlen kann, wenn ich arbeitslos werde. Mein eigenes Haus zu besitzen, meinen eigenen Platz auf dem Planeten, wo niemand mir sagen kann, was ich tun soll. Und die Möglichkeit für meinen Sohn, es besser zu haben als ich. Dieser Traum platzte damals für viele. Die Gegend war einst eine Hochburg der Stahl- und Autoindustrie. Jetzt zeugen die Ruinen von dieser besseren Zeit. Die Schuld an all dem gaben die Menschen der Gewinngier der Unternehmen, den Billigstlöhnen in Asien, ganz besonders in China, und der Politik, die zuließ, dass Amerikas Industriebasis verrottete. Aber jetzt tut sich wieder was. Wir sind auf dem Dach eines Unternehmens, das auf Sonnenenergie umstellt. David leitet die Installation der Solarpaneelen. Nach einer Weiterbildung hat er wieder eine dauerhafte Stelle in einer Zukunftsbranche. Die Regierung will den Ausbau der erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren massiv fördern. Und David hofft,
dass die Technologien dafür wieder mehr in den USA produziert werden. Es ist traurig. Wir waren einst ein großes Industrieland, wo wir alles produziert haben, was wir wollten. Jetzt sind wir auf Übersee, China, Asien und all diese Länder angewiesen für alles, was wir brauchen. All unsere Ressourcen befeuern ihren Fortschritt. Dabei sollten sie doch unseren Fortschritt antreiben. Viele Amerikaner sehen in China ein kommunistisches Regime, das die Welt dominieren will, wirtschaftlich, militärisch, politisch. Das wollten die USA zwar auch immer, aber sie sehen sich als Verteidiger demokratischer Werte. Beim chinesisch-amerikanischen Gipfel im März 2021 setzte Washington die Menschen- und Bürgerrechtsverletzungen an den muslimischen Uiguren in der Provinz Xinjiang und der Protestbewegung in Hongkong auf die Tagesordnung. Wir werden unsere tiefsten Sorgen über Chinas Verhalten diskutieren, in Bezug auf Xinjiang, Hongkong, Taiwan, Cyberangriffe auf die USA und die wirtschaftliche Erpressung unserer Verbündeten. All das bedroht die regelbasierte Ordnung, die die globale Stabilität erhält. Die Luft im Saal brannte mit moralischem Überlegenheitsdenken und kraftstrotzendem Imponiergehabe. Lassen Sie mich für die chinesische Seite sagen, die Vereinigten Staaten sind nicht qualifiziert, mit China aus einer Position der Stärke herauszusprechen. Die USA waren auch in den letzten 20, 30 Jahren nicht qualifiziert, so etwas zu sagen, weil es keine Art ist, mit dem chinesischen Volk umzugehen. Das hier meinte Chinas wichtigster Außenpolitiker, Bilder an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Das harte Vorgehen der amerikanischen Behörden, Menschenrechtsverletzungen, behauptet China. Und dann auch das hier, Aufständische, die das Parlament stürmen, die Demokratie ins Wanken bringen. Von einer Regierung, die den Frieden im eigenen Land nicht garantieren kann, will Peking sich nichts sagen lassen. Joe Biden hat Mühe, die Trümmer aus Trump-Tagen zu beseitigen. Er fordert von den Verbündeten, China die Stirn zu bieten. Menschenrechte seien wichtiger als gute Geschäfte. Aber so eine moralische Außenpolitik können sich die USA eigentlich gar nicht leisten, weil auch sie abhängig sind vom Handel mit dem Rivalen. Das zeigen auch Tausende von leeren Containern im Frachthafen von Long Beach, Kalifornien. Die USA importierten 2020 Waren im Wert von 435 Milliarden Dollar aus China, exportierten dorthin aber nur Güter im Wert von 125 Milliarden. Für die benötigt man entsprechend weniger Container. US-Firmen investierten 124 Milliarden Dollar in China, dreimal mehr als umgekehrt, weil die Amerikaner wichtige Schlüsseltechnologien für ihre Hightech-Geräte brauchen. Halbleiter, Mikrochips, Batterien werden zwar auch in Taiwan und Südkorea hergestellt, vor allem aber in China. Aus dieser Abhängigkeit will sich Amerika jetzt befreien. Die Lieferketten von allen sind sehr eng mit Taiwan und China verzahnt. Wenn es also irgendeine geopolitische Krise gäbe, hoffentlich natürlich nicht, dann muss jeder darauf vorbereitet sein. Deshalb reden wir jetzt über eine Diversifizierung, die uns vor allen Problemen schützen soll, die in einer Region entstehen, in der die Produktionsstätten ziemlich konzentriert sind. Klingt logisch. Aber was über Jahre versäumt wurde, weil man sich auf die Produktion in Asien verließ, lässt sich nicht so schnell nachholen. Also werden in Phoenix, Arizona, Millionen von Kubikmetern Sand bewegt. Es entstehen brandneue Produktionsstätten für Halbleiter und Mikrochips. Allein hier investiert Intel 20 Milliarden Dollar. Noch einmal 20 für ein weiteres Werk in Ohio. Es ist eine wirtschaftliche und politische Kampfansage an China. Auf Druck der US-Regierung baut in Arizona auch der Halbleiterproduzent TSMC aus Taiwan für 12 Milliarden Dollar. Im benachbarten Texas der südkoreanische Samsung-Konzern für 17 Milliarden. Das ist Amerikas einzige Quelle für einen der wichtigsten Rohstoffe der Zukunft. In Silver Peak, Nevada, wird unter Hochdruck Lithium aus den Felsen ausgespült, unverzichtbares Metall für die Herstellung von Batterien.
China verfügt als einziges Land über die komplette Herstellungskette, von den Rohstoffen bis zur fertigen Batterie. 80% der Weltproduktion kommen aus China. Diese Vormachtstellung will Amerika brechen. Die Lithiumförderung wird vervierfacht. Es ist auch eine Frage der nationalen Sicherheit. Eine militärische Eskalation würde wohl nicht nur die Lithiumproduktion treffen, sondern die gesamte Lieferkette, weil sie derzeit sehr von der Produktion in Asien abhängig ist. Aber in Zukunft wird sich das Risiko verteilen, wenn die Lieferketten lokaler organisiert sind und mehr Batteriekomponenten für Elektroautos außerhalb von Asien hergestellt werden. Warren, Ohio. Hier entsteht für mehr als 2 Milliarden Dollar eine Batteriefabrik. Altium Cells ist Teil des Versuchs, wie China, die komplette Herstellungskette im eigenen Land zu haben und Amerikas Autoproduktion auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Wir wollen herausfinden, ob die Hoffnung auf ein Comeback der Industrie wirklich wieder da ist. In Rust Diner, unweit der Fabriken. In der Krise kamen nur noch wenige. Jetzt treffen wir Bauarbeiter, Tischler, Elektriker. Elektroautos? Was Neues, aber gut, meinen sie. Mit den steigenden Benzinpreisen, jetzt bin ich total dafür. Es wird viel billiger als mit einem Benzinauto. Ich würde auch gerne ein Elektroauto haben. Nicht jeder neue Firmenname hier klingt wie dieser nach Weltkonzern, aber die Technik dahinter soll weltweit führend sein, um China auf Distanz zu halten. Sie versuchen, ein Imperium zu schaffen, so wie unseres. Das ist die menschliche Natur. Jeder will so viel haben wie möglich. Mit amerikanischem Einfallsreichtum und solange wir effizient und effektiv sind, werden wir weiter wachsen. Dann bleiben wir für immer die Nummer eins. Ob Amerika die Nummer eins bleibt, entscheidet sich auch hier. Taiwans Streitkräfte üben für den Ernstfall. Die Waffen kommen vor allem aus den USA, denn sie brauchen Taiwans Wirtschaftskraft und TSMC, den drittgrößten Halbleiterhersteller der Welt. Die taiwanesische Präsidentin weiß, dass genau deshalb ihre Insel zum Schlachtfeld werden könnte. Denn China droht immer unverhohlener mit dem Einmarsch. Wir sprechen mit dem Außenminister. Joseph Wu beschwört den Kampfwillen der Taiwanesen, aber fordert auch militärische Unterstützung, wenn China Taiwan angreift. Denn dann stehe die Zukunft der gesamten freien Welt mit auf dem Spiel. For democracies altogether. Demokratien sollten die Lage sehr nüchtern betrachten und darüber nachdenken, ob wir dem Autoritarismus erlauben, unser Leben zu dominieren. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir China unmissverständlich klarmachen, dass die Demokratien Chinas bösartigen Einfluss auf andere Länder nicht tolerieren. Demokratien sollten zusammenstehen, um den Autoritarismus davon abzuschrecken, sich weiter auszubreiten. Seit mehr als 100 Jahren ist es erklärtes Ziel der Vereinigten Staaten, für Demokratie und Freiheit zu kämpfen. Joe Biden weiß genau, dass amerikanische Militärinterventionen oft auch nur reinen Machtinteressen dienten, manchmal Menschenrechte auf der Strecke blieben. Und diesmal will die US-Regierung vor allem die Lebensadern der Weltwirtschaft, die Handelswege im Indopazifik, vor chinesischer Willkür schützen. Aber für Amerikas Politiker ist die Rivalität mit China so wie damals auch ein Kampf gegen Autoritarismus und Diktatur. In Bezug auf Taiwan gibt es die Einsicht, dass unser Einfluss in der Zukunft schmilzt, wenn wir gegenüber China nicht für unsere Partner und Verbündeten einstehen und Wege finden, dagegen zu halten. Nicht unbedingt konfrontativ, aber entschieden. Außenminister Wu befeuert die sogenannte strategische Vieldeutigkeit. Peking soll nicht wissen, ob Washington eingreifen würde oder nicht. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Zusagen der Vereinigten Staaten felsenfest sind. Daran zweifeln wir nicht. Wirklich abschrecken lässt China sich wohl nicht. Soldaten der Volksbefreiungsarmee üben eine Invasion. Solche Kriegsszenarien im Indopazifik spielte das US-Verteidigungsministerium im Herbst 2020 einfach mal durch.
Die Simulationen ließen alle Alarmglocken schrillen, immer wieder siegte China. Seitdem überarbeitet das Pentagon mit Hochdruck die Stationierungspläne in der Region und feilt an neuen Taktiken für mögliche Waffengänge. Es ist nicht notwendigerweise realistisch, dass wir verlieren werden. Aber die Geschwindigkeit der militärischen Entwicklung Chinas macht es jetzt schwieriger für uns, eindeutig zu gewinnen. Noch sind die USA die größte Militärmacht der Welt. Ihr Wehretat ist fast dreimal so groß wie der chinesische. Dafür ist Chinas Marine mittlerweile mit 350 Schiffen die größte der Welt, mit fast so vielen U-Booten wie die USA. Nur bei Flugzeugträgern hat Amerika einen deutlichen Vorsprung und ist damit fähig, militärische Macht rund um den Erdball einzusetzen. Michael Yu macht sich einen kleinen Imbiss, um sich dann gestärkt in die Schlacht zu stürzen. Der Informatiker simuliert in seiner Wohnung im kanadischen Vancouver Kriegsszenarien im Indopazifik und stellt sie auf YouTube. Er will der Öffentlichkeit erklären, wie schnell die Lage eskalieren kann. Er hat Quellen im Militär und recherchiert penibel die Taktiken und Waffensysteme der Rivalen. Michael zeigt uns eine Simulation mit einem realen Ausgangspunkt. Fast jede Woche dringen chinesische Kampfflugzeuge in den Luftraum um Taiwan ein. Ständige Provokationen, manchmal 20, 30 Jets und Bomber gleichzeitig. In dieser Zusammensetzung könnten sie amerikanische Flottenverbände nahe Taiwan überraschend angreifen. Es käme zunächst zum Luftkampf. Beide Seiten hätten wohl heftige Verluste. Dann aber würde China landgestützte Raketen einsetzen, über die es erst seit wenigen Jahren verfügt. Immer wieder in Michaels Simulationen geschieht dasselbe wie bei den Übungen des Pentagons. Die amerikanische Marine verliert das Gefecht, der Flugzeugträger und ein Teil der Begleitschiffe ausgeschaltet, die Bahn frei für den Einmarsch in Taiwan. Ich hoffe sehr, dass es nicht ein heißer Krieg wird, ein echter Konflikt. Aber ich halte das für möglich, weil bei wachsenden Spannungen ein kleiner zufälliger Vorfall geschehen kann, der dann weiter eskaliert. Ein Flottenverband komplett ausgelöscht? Während Amerika nach neuen Strategien und Taktiken sucht, verwandelt China im südchinesischen Meer unwirtliche Mini-Inseln mit viel Sand und Zement in Militärstützpunkte. Eine Bedrohung für die Handelswege. China sieht sich selbst als die führende Macht dieser Welt. Und zur Mitte des Jahrhunderts werden sie diesen Anspruch nur schwer verwirklichen können, ohne Taiwan zu erobern. Eine Seite hat eine Gesamtstrategie, nämlich China. Und die Vereinigten Staaten handeln fahrlässig, keine übergreifende Strategie zu entwickeln. Ohne diese werden wir versagen. Und China wird uns bis zur Mitte des Jahrhunderts überholen. Deshalb rüsten die USA für den militärischen Showdown im Indopazifik. Denn wer Nummer eins sein will, braucht Taiwan und braucht freie Handelswege. Härtetest für Amerikas neuesten Flugzeugträger. Im militärischen Wettrennen haben die USA noch die Nase vorn. Aber auf anderen Feldern laufen sie China hinterher. Wir sind unterwegs im Senegal, wo die US-Regierung versucht, Chinas wirtschaftlichen Einfluss in Afrika zu brechen. Mit Milliardeninvestitionen der Initiative Build Back Better World. Senegal braucht Infrastruktur für seine wirtschaftliche Entwicklung. Hier draußen gibt es keine Asphaltstraßen mehr, keine verlässliche Wasserversorgung. 2 Stunden von der Hauptstadt Dakar entfernt, auch keinen Strom. Mit einem 100-Millionen-Dollar-Auftrag soll ein US-Unternehmen das nun ändern.
Ortstermin bei einem Chef du Village, Bürgermeister Mbaye Gui. Zu seinem Ort gehören Dutzende von Siedlungen. Er preist die Kooperation zwischen Senegal und Amerika. Patrick Hanley und Papa Sall von der US-Firma Weldy Lamont sollen 50.000 Holzmasten, Kabel und Spannungsverteiler aus den USA liefern und hier installieren. Die Amerikaner hören zu, gehen auf die Bedürfnisse ein. Der Strom schafft Chancen für kleine Betriebe, für die kühle Lagerung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, aber auch für die Kinder in der Schule. Goye will Papa und Pat zeigen, wo überall Leitungen hin sollen, damit möglichst viele Häuser Strom bekommen. Bei der Fahrt werden uns die Herausforderungen klar. Wenn die Distanzen zur Hauptleitung zu groß werden, reicht das Material des Projekts am Ende nur für 300 Siedlungen, nicht für 500. In ihrem Auftreten unterscheiden sich die Amerikaner bewusst von chinesischen Firmen, die oft Vertragsbedingungen diktieren und sogar Arbeiter aus China einfliegen. Manchmal beschäftigen wir die Dorfbewohner, um die Masten abzuladen und in den Löchern aufzurichten, damit das Projekt auch dem Dorf ein paar Einnahmen bringt. Sympathien sammeln, das ist Teil der US-Strategie, China im Wettbewerb um Großaufträge in Afrika auszustechen. Die Bevölkerung des Kontinents ist jung. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte sich die Zahl der Menschen derzeit 1,4 Milliarden verdreifachen. Sie brauchen Perspektive, damit sich ihre Träume von einem besseren Leben erfüllen. Für China und die USA ist es eine Chance, neue Verbündete zu finden. Denn die afrikanischen Regierungen wollen eine Wiedergeburt Afrikas. So heißt auch die Statue oberhalb von Dakar. Die Partner können dabei gleichzeitig gute Geschäfte machen, denn Afrika ist ein riesiger Markt. China hat das schneller erkannt als die USA und Europa und 2020 schon Waren im Wert von 114 Milliarden Dollar nach Afrika exportiert, fünfmal so viel wie die Vereinigten Staaten. Chinesische Unternehmen bauen den Nahverkehr in der Metropole Dakar aus. Für solche Aufträge gibt die chinesische Staatsbank supergünstige Kredite mit Laufzeiten bis zu 30 Jahren. Peking erwartet als Gegenleistung auch Zugriff auf seltene Rohstoffe und politischen Einfluss. Genau deshalb bemühen sich die USA jetzt gegenzuhalten. Die amerikanische Exim-Bank bietet ebenfalls günstige Kreditfinanzierungen an. Nur so konnte Weldy Lamont, die mittelständische Firma aus Chicago, ihr 100-Millionen-Dollar-Geschäft mit dem Senegal abschließen. Wenn ich mit China Power and Water konkurriere, eine Firma, die in ganz Westafrika tätig ist, dann ist das kein Privatunternehmen, es ist staatlich. Ich konkurriere also mit der chinesischen Regierung. Die Exim Bank hat mir geholfen, nicht mit den gleichen Bedingungen, die China anbietet, aber mit wettbewerbsfähigen Bedingungen. Wir erleben, wie US-Außenminister Blinken beim Besuch in Dakar Build Back Better World als faire Partnerschaft anpreist, die die Rechte der Arbeiter und den Schutz der Umwelt garantieren. Unser Ziel ist nicht, unsere Partner vor die Wahl zu stellen. Wir wollen ihnen Auswahlmöglichkeiten geben. Und wenn Menschen wählen können, dann wählen sie für gewöhnlich das Richtige. Wir haben eine Diplomatie der Souveränität, aus der wir niemanden ausschließen. Und gleichzeitig auch gesetzte Freunde, historische Partner. Wir werfen die Alten nicht für die Neuen weg. Wir arbeiten mit allen zusammen. Nicht weit entfernt kommen nach einem harten Tag auf dem Meer die Fischer zurück. Sie scheinen zufrieden mit ihrer Ausbeute. Bilder aus einem Land in Aufbruchstimmung. Auch weil sich zwei Supermächte hier und in anderen Teilen der Welt mit Milliardeninvestitionen Sympathien erkaufen wollen. Diesen Wettbewerb können die Amerikaner kaum gewinnen, weil die USA und ihre europäischen Verbündeten Afrikas Potenzial lange nicht erkannt haben, meint der ehemalige Bundestagsabgeordnete Charles Huber, jetzt Berater des senegalesischen Präsidenten. Man hat Afrika entweder aus Ignoranz,
ja, oder aus Bequemlichkeit unterschätzt. Und China hat das nicht getan. Und den Wettbewerb auf dem afrikanischen Kontinent, mit dem wir es ja mittlerweile zu tun haben, ja, den hat China in die Wege geleitet. Und das werden die afrikanischen Länder China immer hoch anrechnen. Am mächtigen Mississippi liegt Muscatine, Iowa. In dieser Kleinstadt findet man Spuren einer Zeit, in der Amerika einst für China das tat, was China seit einigen Jahren für Afrika tut. In den 80er Jahren, als die kommunistische Führung in Peking das Land für westliche Einflüsse öffnete, als die USA die Wirtschaftsbeziehungen massiv ankurbelten, kam ein junger Chinese hierher, weil er Amerika bewunderte. Hier nahmen ihn Gasteltern auf. Mittlerweile ist es ein Museum, Sino-amerikanisches Freundschaftshaus, nennt es Herr Glad. Welcome to the Friendship House. Der chinesische Milliardär und Eigentümer des Hauses zeigt uns die Fotos von dem Gast. Damals, vor fast 40 Jahren, war Xi Jinping als junger Parteifunktionär hier, um sich neueste Entwicklungen in der Landwirtschaft anzuschauen und um den American Way of Life kennenzulernen. Die kleine Delegation hatte offensichtlich eine gute Zeit. Herr Glad zeigt uns das Zimmer, das sich Xi und ein Freund teilten. Er mochte den Lebensstil sehr. Damals fehlte es in China an Nahrungsmitteln, an allen möglichen Waren. Da draußen sah er die Kinder, die mit Autos zur Schule gebracht wurden und so ein gutes Leben hatten. Xi kam 2012 als Vizepräsident noch einmal zurück nach Muscatine. Die Bekanntschaften von einst haben lange gehalten. Wir wollen wissen, wie Herr Glad darüber denkt, was Xi jetzt antreibt. Seine Antwort fällt vorsichtig aus, denn er ist Geschäftsmann, pendelt zwischen den USA und China. Er will, dass die Chinesen das gleiche Leben haben wie die Amerikaner. Dass sie eine gute Umwelt und den Frieden genießen können. Was er für China getan hat, tat er aus guter Absicht für das chinesische Volk. Aber all das Politische jetzt, wir wissen nicht, warum das so ist. Die Rivalen sehen sich offenbar als gegenseitige Bedrohung. Dabei gäbe es gemeinsame Interessen wie den Kampf gegen den Klimawandel, bei denen sie zusammenarbeiten müssten. Tun sie es nicht, verlieren beide. Das und die immer noch engen Wirtschaftsbeziehungen könnten den Showdown um die Vormachtstellung zumindest hinauszögern. Das ist die Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Wir wollen einen Krieg vermeiden, das Verhältnis mit China biegen, es aber auf keinen Fall zerbrechen und dann in einem Krieg landen. Wir sind zurück in Ohio, wo die Menschen Amerikas Angst vor dem Abstieg in ihrem Leben erfahren haben. An einen möglichen Krieg mit China mag niemand denken, zumal es gerade erst wieder aufwärts geht. Die Konflikte in den USA selbst scheinen viel gefährlicher für Stabilität und Wohlstand. Joe Biden muss erst mal dafür sorgen, dass die Demokratie neue Perspektiven bietet für Familien wie die von Mesa und David Bush. Ihr Traum unterscheidet sich nicht von dem, was wohl auch viele Chinesen fern von den Muskelspielen ihres Anführers sich für ihre Kinder wünschen. Die Bushs hoffen, dass Maxton es mal besser hat als seine Eltern. Dass er endlose Chancen hat, seinen Lebensweg auszuwählen, voranzukommen, etwas beizutragen für die Welt, egal wie groß oder klein. Das ist der amerikanische Traum, wo du mit nichts anfangen könntest und sich deine Träume am Ende doch erfüllen. Das ist harte Arbeit und nicht viele sind noch bereit dazu. Wir müssen dahin zurückkommen. Wenn wir das nicht schaffen, dann könnte der amerikanische Traum verschwinden. Dieser Traum gehört zum Gründungsmythos der Vereinigten Staaten. Aber er hat Risse bekommen. Die Nation hat Angst vor dem Abstieg und Joe Biden nur wenig Zeit, um seinem Land wieder Hoffnung zu geben.
Joe Biden muss zuallererst die amerikanische Demokratie bewahren. Nur wenn die Menschen wieder an ihre eigenen Stärken glauben, kann Amerika das Symbol für Fortschritt bleiben und China als Rivalen auf Abstand halten. China will die Vorherrschaft. Es geht dabei nicht nur um Marktanteile, es geht dabei auch um unsere Art zu leben. Eine Welt nach der Vorstellung der Kommunistischen Partei ist eine Welt ohne Freiheit, wie wir sie verstehen. Wie wirkt sich Xi Jinpings Kontrollstaat auf die Freiheit der Bürger aus? Was hat all das mit unserer Freiheit zu tun? Wie sieht Chinas neuer Nationalismus aus? Und wie wirkt sich das auf den einstigen Partner USA aus? Das seht ihr in unserem ersten Teil von Die Rivalen China versus USA.